Ja, hallo meine lieben Soul-System-Bewohnerinnen und Soul-System-Bewohner. Es geht weiter mit Adept. Diese Folge ist ein bisschen anders als die vorige. Da habe ich mich ein bisschen im Theorisieren verloren. Ich bitte um Verzeihung, ja. Bin halt ein großer Fan von Evolution. Ich glaube, das hat mittlerweile jeder mitbekommen, der meinen Kanal kennt. So, diese Folge Adept wird sich jetzt auf die Demo-Version, ich möchte es mal ausdrücklich sagen, von Paul Herbe stürzen. Und ich will euch die Sachen zeigen, wo ich das Spiel extrem stark finde und warum ich denke, dass dieses Spiel an der ein oder anderen Stelle festfahren könnte. Diesbezüglich habe ich euch ein Beispiel gemacht und wir werden mal gucken, wie lange wir da reinspielen. Ich möchte jetzt erstmal mit dieser Lebensform, dem Turtofant, spielen. Und das ist etwas, wovon ich ausgehe. Gut, wir haben jetzt 14 DNS, sind also entsprechend eingeschränkt. 14 DNS gehabt, die wir verbuddeln konnten in dieser Kreatur. Und jetzt haben wir hier eine Lebensform vor uns, die gewisse Dinge kann. Ich zeige es euch jetzt auch mal. Ich finde es mega. Die Grafik könnte so ein bisschen noch anders sein, finde ich. Das finde ich noch ein bisschen arg eckig und sowas. Aber man darf halt nicht vergessen, wie Paul Herbe das macht und wie er dieses Spiel erstellt. Dafür ist es schon ein mega geilen Stand. Ne? Also, zunächst einmal, wir haben einen erdähnlichen Planet. Wir fangen mal ganz von vorne an. Ne? Wir haben einen erdähnlichen Planet. Ist auch okay, kann man so machen. Ich hätte mir da so ein bisschen mehr Alien-Biome auch noch gewünscht. Aber das ist jetzt egal. Ist nicht so wichtig, tut im Spiel keinen Abbruch. Ne? Das ist jetzt nur so ein Wunsch von mir. So. Und jetzt habe ich eine Kreatur erstellt, die in diesem Biom sich behaupten muss. So, da ist auch der Turtofant. Ne? Ihr seht schon ein paar körperliche Merkmale, die sind eindeutig. Ja? Und ich gehe jetzt mal einzelne Sachen einfach durch. Dieser Schwanz ist nur optisch. Ne? Fände ich cool, wenn der was mit der Reproduktion zu tun hätte. Ne? Solche Sachen, solche Körpermerkmale, sowas, Sexualdimorphismus. Ne? Das steigert das dann zum Beispiel, wenn du so eine Sache brauchst, musst du dann aber auch mehr essen oder so. Fände ich nur mal so als Einwurf. Ne? So. An den Füßen haben wir, die sind muskulöser oder halt stärker, damit er ein bisschen schneller laufen kann. Die Vorderläufe haben nichts, stabilisiert ihn einfach nur. Sein Körper, ihr seht es selbst, er besitzt eine Panzerung. Er hat einen Hals, einen leicht längeren Hals, wo er besser weiter oben Sachen erreichen kann. Das müsst ihr euch so vorstellen, ähnlich wie bei einer Schildkröte, kann er sich da einziehen ziemlich, um sich zu schützen oder ein bisschen weiter rausstrecken. Ne? Also wir haben hier so eine Art Schildkrötenevolution, sage ich jetzt mal, hier vor uns. Ne? Okay, dann kommen wir zu den Augen. Er ist ja ein Pflanzenfresser, ja, da sage ich auch gleich was dazu. Damit er Früchte besser erkennen kann, sieht er farblich, das heißt, er kann ein bisschen besser sehen. Sein Maul besitzt einen Rüssel, mit dem kann er ein bisschen besser riechen und er hat Spade Teeth. Damit kann er Insekten mampfen und auch Nüsse knacken, sage ich mal. Eat food with the ability zum Nussknacken. Das heißt, wir können auch auf diese Schnecken und solche Sachen zugreifen. So, ja, riechen können wir gut und wir essen natürlich auch Blätter. Das sieht man unten in den Abilities, soweit so gut. Dann habe ich eigentlich die Kreatur soweit vorgestellt. So, was ich gemacht habe, ist, dass sie ein hohes Spektrum an besiedelbaren Regionen hat. Die Komplexität ist jetzt noch nicht freigeschaltet, damit der Holismus, food required per day to remain healthy, ja, das heißt, wir müssen halt immer in einem gewissen Zeitraum essen und wenn wir das nicht tun, dann erleiden wir Schaden und desto höher wir da die gewisse Werte haben, desto größer der Metabolismus ist, desto mehr Hunger haben wir, das ist ja auch klar, solche Sachen halt, ne. Maximum amount of food which can be stored, Stomach, ne? 6, Reach ist jetzt auch egal, Community, Maximum, Sustainable and Group, das ist, spielt jetzt noch keine Rolle in dem Spiel, das wird später noch hinzukommen. Lange Rede, schwacher Sinn, die legen Eier, sie tun uns im Frühling vermehren, im Schnitt haben legen wir 3 Eier pro Gelege, wir sind ganz schlecht im Kämpfen, wir haben eine gute Verteidigung, wir sind echt schnell mit einer Geschwindigkeit von 5. Und ihr seht hier, hören können wir gut, sehen können wir gut und auch ein bisschen riechen. Ach ja, den habe ich vergessen, hier die Ohren. Ne? Wir haben sehr große Ohren, wie ein Elefant.
was uns besser hören lässt, was uns gegen Hitze besser macht. Und die benutzen dieses Tier auch, um sich selbst Luft zuzufächern und wegen der Zirkulation. Somit können wir auch besser in heißen Gebieten leben. Also im heißen oder kalten Biom fühlen wir uns pudelwohl. Wir haben hier gar keine Probleme, in nichts, ja. Das bringt uns natürlich ja, in viele Lebensräume. So, das ist die Vorstellung der Kreatur, und dann geht's los. Und ich zeige euch das jetzt, wo die Stärken in dem Spiel sind, meiner Meinung nach, und wo ich halt die Schwächen sehe. Gut, wenn man halt mitten im Ozean startet, das ist halt jetzt nicht so unbedingt das, was ich mir wünsche für meine Spezies. Deswegen muss ich irgendwo gucken, dass ich das Festland finde. Da vorne ist doch mal ein schöner Wald mit einer großen Klippe. Gehen wir mal dahin. Der Minuswert, den verstehe ich jetzt hier nicht. Ich meine, aus irgendeinem Grund wird der so sein, wie er jetzt ist. Der Score war jetzt hier mal bei 21. Gehen wir mal hier den Hügel hinauf. Oh. Und da kommen wir schon auf mega geile Werte. 63, 68 habe ich hier irgendwo gelesen. Wupp. Da geht's los. Die Kreatur hat die Körpergröße 4. Auch ein Modell, das ich bei mir benutze, um Lebensformen einzustufen. Das hat was mit Körpergröße, Gewicht, Masse und anderen Werten zu tun. Ja, Stufe 4 halt einfach. Ist, sag mal so, der hat so ungefähr also wenn er ausgewachsen ist, so die Größe von einem Paraceratherium oder halt einem großen Elefanten halt, ne? So, okay. Was will ich euch mit diesem Spiel jetzt zeigen? Also einmal, halt, ich muss ja, glaube ich, diese Taste drücken, um zu rennen. Also der ist wirklich schnell, obwohl er einen Panzer hat, ne? Sollte eigentlich auch ein Panzer, sollte seine Geschwindigkeit meiner Meinung nach auch wieder re reduzieren. Hier sehen wir jetzt so ein ausgewachsenes Exemplar unserer Spezies, ne? Und ja, die anderen Tiere, ja, da müssen wir jetzt nicht unbedingt auf alles eingehen, ne? Das ist eine neutrale Spezies, die hier rumläuft, ne? Jetzt haben wir auch schon ein bisschen Hunger. Und wie immer kann ich nicht an das Essen rankommen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hier liegt auch Fleisch rum. Ich weiß gar nicht, wie wir das essen können. Dann gehen wir irgendwo anders hin. Wir sollen ja eigentlich auch Pflanzen essen können. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen weiter weg mit der Kamera. Vielleicht denke ich da gerade falsch rum. So hat uns das geschadet. Das hat uns nicht geschadet. Also, das ist schon mal eine Quelle. So, was ich halt mega stark finde, ist, wie das Spiel aussieht, ne? Also dieses Biom hier mit den Bäumen und sowas ist großartig, ne? Das ist schon mal sehr geil. Wünschenswert wäre zum Beispiel, wenn du eine Sonne hast, die ja, anders ist als jetzt unsere, ein anderes Spektrum wäre. Dann hätte man hier vielleicht auch andere Farben von den Pflanzen, ja, die dann halt das gewisse Licht entsprechend benutzen für ihre Photosynthese und aufgrund dieser Tatsache dann auch ein bisschen anders aussehen, ne? Okay. Das gefällt mir sehr gut. Hier hat diese Spezies schon von den Insekten gegessen, wenn ich es richtig gesehen habe. Und schiebt jetzt an mir rum. Was ich jetzt gerne wissen wollte, ist, wie viele Lebenspunkte habe ich, ne? Das fände ich jetzt interessant. Aufgrund der Körpergröße ist es ja, ich bedenke mal, es wird auch im Spiel andere Elemente noch später geben, wo sowas eine Rolle spielt, ne? Jo. So, ich meine jetzt halt auch, dass unsere Spezies oder die Spezies auf dieser Welt, die wir hier so finden werden bei Adapt, und das ist meiner Meinung nach das Problem des Spiels, alle in so einem Bereich sein werden am Ende des Spiels der Partie, wie diese Kreatur jetzt hier auch. Es ist echt schwierig mit diesen Sachen hier irgendwas zu essen. Und es ruckelt schon wieder. Gut, ich habe auch keinen Hunger. Vielleicht kann ich deswegen nichts essen. Dann rennen wir mal ein bisschen und verbrauchen ein bisschen Energie. Jetzt kommen wir in die Wüste. Das ist auch noch okay für uns. Und ihr seht halt jetzt schon, in dieser Demo-Version sind wir viel am Herumlatschen und am, ja, wir müssen Essen finden. Okay, soweit, so gut.
Ist jetzt aber halt für den einen oder anderen nicht unbedingt so aufregend und spannend. Wir haben einen Tag-Nacht-Wechsel, das finde ich mega geil, dass der Planet sich also dreht, das finde ich auch super toll. So, jetzt versuche ich mal mit dem hier zu interagieren. Sag mal, befriend. Ah, jetzt sieht man hier der Befriending-Fortschritt. Aha, der ist jetzt hier da. Und ich muss ganz oft F drücken, oder was? Aha. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das jetzt wirklich irgendwann jetzt mal eine Auswirkung hat auf uns. Ruf den mal. Sehe ich da irgendwie, dass da auch ein Ecksymbol ist? Ah nee, das ist ja unser Hauptnest. Also ich bin jetzt doch dabei, ihn anzufreunden und ich klicke mich hier jetzt hier einfach durch, ne? Mal gucken, was passiert, wenn das Befriend ganz am Ende ist. Ally, okay, steht da jetzt. Okay, das ist jetzt ein Alliierter. Dafür tun mir jetzt die Finger weh. Okay. Toll. Was das jetzt gebracht hat, zumindest in der Demo-Version, nichts. Jetzt haben wir einen kleinen Käfer gegessen, der hat uns auch nicht geschadet. Und das ist etwas, was ich halt in dem Spiel, was man in dem Spiel halt auch nutzen sollte, viele Futterquellen sich zu holen. So, es wird langsam Sommer. Sollten wir diese Wüste vielleicht mal verlassen, dann wird es hier ein bisschen heiß. Und ich denke, das ist halt die Tendenz, wohin dann das Spiel geht. Wenn du den Fokus auf eine Kreatur legst, bist du eingeschränkt. Du entwickelst immer die Gesamtpopulation und die werden sich wahrscheinlich auch alle dann entsprechend verändern. Oh, ach, einen Moment. Was kommt denn da für eine Meldung? Ich habe jetzt irgendeine komische Meldung bekommen. Einen Moment. Ja, durch das viele Geklicker wollte mein PC wissen, ob ich eine Einrastfunktion haben möchte, weil ich immer so oft auf diese eine Shift-Taste rumgehauen habe. Also das sieht man schon. Das würde ich halt tatsächlich anders lösen. Und da vorne kommt die Savanne. Ich sehe es an diesen Affenbrotbäumen. Das finde ich natürlich auch toll, ne? Also diese verschiedenen Klimazonen, ne? Also wir haben ja auf Planeten, wenn ich es jetzt mal grob zusammenfassen darf, Tropen, also Dschungel. Dann haben wir die Subtropen, ne? Das ist ziemlich heiß, so Wüsten und so arides Gelände. Dann hat man noch als nächstes die gemäßigten Klimazonen, die wir als Europäer jetzt kennen. Dann hast du den subpolaren Bereich, das ist weiter der Norden mit vielen Wäldern, eben Tannenwälder und sowas, ja, mit mehr Grasflächen und so, wo es einfach kühler ist. Und dann hast du noch die Pole halt. Und das ist halt, also subpolar und dann die Polarregion. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch gesagt. Ne? Subpolar und Polarregion. Polarregion ist das, was ihr halt auch kennt, wo die Eisbärchen unterwegs sind oder manche Pinguine, je nachdem, wo du dich befindest, im Norden oder im Süden des Planeten. Und jo. Von was habe ich eigentlich Schaden bekommen? Das weiß ich nicht. Und das finde ich in dem Spiel gut, dass sich das hier auch wiederfindet. Was ist denn das hier? Ah, oh, ein Seeigel. Guck mal, den könnten wir essen. Auch das ist mega geil, dass es solche unterschiedlichen Futterquellen ist. Der bewegt sich auch tatsächlich jetzt hier. Na, also, ich bewege mich nicht. Dieses Wesen, was sich bewegt. Und da schwimmen tatsächlich welche von uns drin rum. Hostile, das ist gefährlich, das sind Raubtiere. Okay.
Und ich bin der Überzeugung, oder ich komme zu dieser Überzeugung, dass. Ja, guck, er kommt da nicht dran. Das ist immer so super schwierig. Vielleicht kann ich den Seeigel ja essen. Habe ich gegessen? Hat er mir Schaden gemacht? Nein, hat super geschmeckt sogar. Das ist das, was ich meine, dass dieses Spiel dann halt am Ende, wenn ihr sagt, zum Beispiel, lässt jetzt 50 Spezies spawnen, dann werden am Ende doch noch 10 übrig bleiben oder so oder weniger, meiner Meinung nach. Und ja, die werden dann alle sehr spezialisiert auf sehr viele Futterquellen sein. Und das ist so zu ziemlich das Ende dann von der Runde, ne? Weil es muss in diese Richtung gehen. Du kannst halt keine neuen Spezies mehr erschaffen. Ne? Das ist halt das, wo ich dann sage, okay, wenn Survival of the Fittest dann ist und keine neuen Spezies spawnen, wird es immer so in die Richtung gehen, dass nur noch die angepasstesten, die auf viele verschiedene Nischen sich spezialisiert haben, also sich nicht spezialisiert haben, sondern auf viele unterschiedlichen Nahrungsquellen zugreifen, am Ende auch die sind, die am Ende des Spiels übrig bleiben, ne? Weil wir einfach nicht so viel Varianz drin haben, ne? Macht aber nichts. Nichtsdestotrotz, ich bin der absoluten Überzeugung, dass dieses Spiel sich auf dem richtigen Weg befindet. Ich würde mir einfach halt wünschen, dass ich als Spieler zwischen diesen Spezies dann auch hin und her switchen kann. Also, dass ich nicht nur eine Spezies spiele, sondern dass sich daraus auch Unterarten bilden, die dann tatsächlich auf dem Planeten sich befinden. Und ich dann halt auch sagen kann, okay, ich spiele jetzt diese eine Spezies, ich habe dann einen Zeitraum für so und so lange und wenn ich eine andere habe, dann muss ich auch mal in eine andere wechseln. Mit der weiterspielen und dann wieder wechseln und wieder wechseln. Und dann könnten wir ein sehr dynamisches Spiel bekommen, das die Evolution auch sehr gut darstellt. Ne? Okay, alles klar, gut. Bevor ich euch jetzt mit dieser Kreatur langweile, verändern wir etwas. Wir gehen jetzt nochmal ins Hauptmenü und sagen nochmal New Game. Und dann gehen wir mal hier drauf und hier drauf und gehen mal hier hin und sagen bearbeiten. Ich versuche mich jetzt, so gut ich kann, das jetzt kurz zu machen. Ihr wisst, beim letzten Mal hatte ich mich bei einer Folge sehr, sehr aufgehängt bei der Kreaturengestaltung. Ich glaube, das war auch sogar bei der allerersten. Und ja, das machen wir jetzt hier nicht. Wir machen jetzt eine andere Lebensform und die nennen wir jetzt einfach mal Tortugus. So, wir haben jetzt den Tortugus gemacht und speichern den mal hier ab. So. Tortugus, wir lassen die Farben. Also ich werde jetzt nicht zu Verrücktes machen. Wir werden jetzt nochmal die Körpergröße auf die Körpergröße 4 erhöhen. Ne? Das wie beim letzten Mal auch. Die restlichen Werte lassen wir. Und dann gehen wir nochmal in den Kreaturen-Designer. Ich fange immer so an, dass ich mich entscheide, was für eine Nahrung wir zu uns nehmen. Ne? Hauptsächlich. Und da sage ich jetzt mal Folgendes. Wir machen jetzt mal so einen Insektenfresser. Eine Art Frosch, würde ich fast schon sagen, ist das. Ja, das finde ich am lustigsten. Nehmen wir einfach mal dieses Maul hier. Das ist doch mal ganz nett. Und überleg mir, was kann ich für so eine Kreatur jetzt mal machen? Ich möchte, dass die sich von Krill ernähren kann. Und ich möchte, dass sie auch auf diese Insekten sowie auf diese Nüsse zugreifen kann. Belehen würde das nochmal weiter hochtreiben, die Effektivität, dann machen wir das auch noch. Und den Rest brauchen wir nicht. So. Haben wir schon einiges an DNS ausgegeben. Nur für den Kopf. Okay. So, was möchte ich noch bei dieser Kreatur haben? Es geht hier um den Hals, ne? Reach brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir können kurzen Hals machen, so ein bisschen. Ich finde, ich mache den da. Das ist eine Kreatur. Ihr werdet euch überrascht sein, was ich mit dieser Kreatur vorhabe. So, diese Kreatur, habe ich ja gesagt, das ist eine Schildkröte, die kriegt auch einen Panzer. Und dann suchen wir uns noch, wo war denn der Körper nochmal gewesen? Ah ja. Ja, das gefällt mir am besten.
Dann gehen wir nochmal kurz erstmal in die Beine rein. Die wechsle ich jetzt gleich aus, keine Sorge. Am besten nehmen wir das... So. Und dann... So. Ist ganz schön schwierig, die Beine anzubringen, sodass die Kreatur noch halbwegs Sinn ergibt. Nochmal auf den Körper. Bin noch nicht fertig, Leute. Wir wollen noch eine Schwanzflosse haben. Und ihr merkt, in welche Richtung das geht. So, jetzt gefällt mir das doch ganz gut. Ne? Also, wir haben eine Schildkröten-Alien-Spezies uns geholt, die sich von, ja, wie soll ich sagen, Quallen, Seesternen und anderen Meeresinsekten in Anführungszeichen ernährt. Die ernährt sich von Krill. Sie kann Nüsse knacken, sieht man ja auch so ein bisschen an ihrem mächtigen Maul und versucht jetzt im Wasser zu leben. Aber ihre Nachkommen bekommt sie noch an Land. Also sie wird wie eine Schildkröte ans Land gehen. Sie ist ja sehr groß, sie kann sich gerade noch so draufschleppen. Das geht gerade noch so mit ihrer Kraft, ist aber hauptsächlich aquatisch. Ich habe sie ja die ganze Zeit angekündigt, dass ich mit euch sowas machen möchte, dass ich euch mal eine aquatische Lebensform zeigen möchte, beziehungsweise in dem Fall halt amphibisch. Ne? Ja, dann kommen wir jetzt da auch gleich direkt dazu. Machen wir irgendwie so solche Klotzer? Ich weiß es noch nicht. Ja, es passt aber eigentlich nicht. Nee, dann... So mache ich das, okay. Was kann die sehen? Soll die was sehen können? Also farblich meine ich. Nee, braucht sie eigentlich im Wasser nicht. Sie soll was sehen, aber sie muss nicht unbedingt gut sehen können. Ihr seht schon, wir sind an Land extrem langsam, wir sind aber im Wasser extrem schnell. Ne? Wir haben zwei Verteidigungen jetzt schon und jetzt gucken wir mal mit den Sinnen. Also sehen kann sie, was muss sie im Wasser können, damit sie ihre Wahrnehmung, dass sie irgendwie eine gewisse Wahrnehmung hat. So, da müsste ich jetzt mich entscheiden. Diese Kreatur muss nicht viel können. Ups. Das darf ich ja so nicht anklicken. So, damit kann sie riechen. Ich könnte es auch so machen, damit es mehr Sinn ergibt. So, jetzt hat sie da unten ihre Geruchsdinger. Da kann sie am Boden Dinge aufspüren. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Dann gehen wir mal auf die Waffen. Was haben wir denn hier? Was kann das Zeug denn? Was ist das? Plus 1 Size per Level, wenn intimidating. Mhm. Also, der kann sich größer machen, als er ist. Kann also besser drohen. Kommt er auch noch dahin. Tough. Jawohl, das machen wir auch noch. Haben wir noch mal ein bisschen gepanzert. Und dann haben wir noch einen einzigen Punkt. Und schon haben wir das fertig. So, also. Tortugus ist fertig und Tortugus will jetzt gleich loslegen und ab ins Spiel einsteigen. Ihr seht jetzt hier, wie sich ja auch das den Map verändert hat, ne? Damit ihr seht, was für eine Futterquelle das ist, was für Nachkommen wir bekommen. Wir müssen halt ans Land und so weiter und so fort. Und ich hoffe, euch macht es Spaß. Und ihr seid noch jetzt dabei. Und da zeige ich euch jetzt halt damit auch eine sehr große Stärke des Spiels, meiner Meinung nach. Ja, das ist natürlich nichts hier in der Wüste. Dass das Leben nämlich nicht nur an Land stattfindet, sondern auch im Wasser. Aber ich will halt nicht so einen See haben, wo die leben. Ich will einen richtigen Ozean finden.
Und da kommen wir zu einer Schwäche zur gegenwärtigen Demo-Version. Wir sind jetzt hier sehr eingeschränkt, was die Kameraführung angeht und wie wir über den Planeten huschen. Ich versuche etwas Größeres zu finden als diesen kleinen See. Hier wird schon der Überlebensscore auch höher. Ich habe mich hierfür entschieden. Das sieht mir doch nach dem Ozean oder zumindest einem großen Meer aus. Blub, da sind wir. Cool ist das allemal. Und ihr seht, wir schnecken uns an Land sehr langsam vorwärts. Ich sage jetzt nicht, ich bin an so einer riesen Klippe gekommen. Ja, aber gut, bei dem Spiel stürzt man ja nicht so wirklich ab. Und wir freuen uns jetzt, wenn wir uns da gleich reinspringen können. Wir können nicht springen, ist in dem Spiel jetzt noch nicht so impliziert. Ich laufe mal schneller. Ist ja furchtbar. Zack. Und jetzt sind wir in einem Biom. Da sind wir richtig, richtige Profis. So, hier seht ihr Treibfutterquellen und da können wir uns jetzt ewig und 3 Millionen Jahre aufhalten, weil das ist das, was wir benötigen. Das können wir auch alles haben, ne? Fischwärme, Plankton, es ist alles da. Wir haben auch schon gegessen. Und jetzt schwimmen wir mal durch den Ozean und erkunden den mal ein bisschen. Naja, da hätte ich die Flossen andersrum anbringen müssen. Ich sehe halt die Vorderflossen, die geben so ein bisschen den Schub von der Optik her und die hinteren nicht. Ja, ist egal. Da ist ein Artgenosse von uns. Wir haben das gegessen, hat man jetzt schlecht gesehen, finde ich persönlich. Da ist so eine Schnecke, ne? Wir brauchen ja nichts essen, wir sehen ja satt. Das ist eine Seegraswiese. Können auch mal auftauchen. Sind ja tief abgetaucht. Und uns mal an der Oberfläche orientieren. Wow. Das ist schon cool. Also, ich weiß, Leute, das ist nicht mega interessant, weil wir jetzt auch kein Raubtier spielen. Aber ich habe gemerkt, dieses Geklicker beim Raubtierspielen ist auch super anstrengend. Und da kommen wir halt zu dem Punkt, wo ich bei der Adept echt mir Verbesserungen wünsche. Und zwar in diesem Kampfsystem, sage ich mal, in diesem Auseinandersetzung- oder Anfreundungssystem. Da finde ich, da gehört noch ein bisschen mehr, ja, dazu, weil es ist schon allein schon sauschwierig, hier richtig zu klicken, um Nahrung zu bekommen und so weiter. Und ja. Das ist etwas, was halt als Fleischfresser zu spielen, ist extrem schwierig. Also das müsste vereinfacht werden. Und ich könnte mir auch vorstellen, lieber Paul, dass zwar diese Sicht, wie wir sie jetzt haben bei diesen Kreaturen, die ist ja ganz nice. Ich weiß überhaupt nicht, von was ich da schon wieder Schaden bekomme die ganze Zeit. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was mir Schaden verursacht hat. Ich habe nicht gut drauf geachtet. Auch das sieht man noch nicht so gut. Okay, worauf wollte ich hinaus? Was ich ziemlich nice fände, wäre die Tatsache, wenn man diese Spezies, die man da so hat und sie ja über die Karte steuert, sage ich mal, wie bei einem Echtzeitstrategiespiel dann eher spielt, indem man halt von dieser Draufsicht einen Rahmen drum zieht und ihnen irgendwelche Befehle mal gibt und man eher dann sieht, was sie dann so tun, ne? Also sie essen dann da was und klickst sie an, die sollten jetzt hier was essen und solche Sachen, ne? Dass man da auch entsprechend halt, sagen wir mal, von der Draufsicht, in Anführungszeichen, den Befehl gibt oder deiner Gruppe einen Befehl gibt. Es ist ja so, du hast jetzt hier eine Lebensform, die alleine herumschwimmt, ne? Das ist ja jetzt schon mal klar, dass wir haben jetzt keine großen Herden, die wir bilden, die sind eher einzelgängerisch unterwegs und so, ne? Ist ja kein Problem. Und wenn ihr dann diese sozialen Interaktionen erhöht, wird die Gruppe, die ihr steuern könnt, größer und die laufen dann nicht mehr individuell herum, sondern als Gruppe. Und als Gruppe werden sie auch entsprechend bewertet, ne? So würde ich das machen, Paul, ne? Indem ich jetzt zum Beispiel dieses Spiel sage, okay,
ich habe eine Herde von 5 Tieren und die können auch sich gegenseitig schützen oder beschützen sich, wenn sie da unterwegs sind. Ne? Das ist etwas, was ich sehr interessant fände. Ja? So ist es so ein bisschen so merkwürdig. Ja, du hast ja diese Spezies, okay, das ist alles gut. Aber, ja, wie soll ich sagen? Du hast nicht so den Eindruck, dass du da irgendwie jetzt was beeinflusst. Also, zwar könnten dir jetzt hier im späteren Verlauf Tiere bestimmt folgen oder sowas und dann deine Sachen imitieren und sich nach dir ausrichten, aber wäre doch cooler, wenn die dann halt diese Einheiten, sage ich jetzt mal, die du da hast, halt eben genauso Lebenspunkte haben. Die haben Hunger, die haben Durst. Ja, im Notfall ist es jetzt erstmal nur Hunger. Ich glaube, mit dem Trinken wird es nicht noch geben. Und muss sie dann da aber die Karte befehligen, wie in einem Strategiespiel halt, ne? Dann hätte ich auch mehr das Gefühl, ich tue irgendwas, ne? So schwimme ich halt durch die Gegend, klick Sachen an und es ist ziemlich nice, ne? Und that's it. Das Spiel ist übrigens, wenn ich es richtig sehe, abgestürzt. Hab auch schon jetzt mehr als genug da drüber jetzt Worte verloren. Das würde dem Spiel mehr Tiefe geben. Ne? Also kann man sich so vorstellen, du startest halt mit einer Kreatur in einem Sumpf oder so und warte mal, ich muss mal kurz pausieren, das ist ja wirklich komplett abgekackt. Einen Moment, ich versuche mal irgendwie überhaupt dieses Teil wieder zu retten. Ah ja, jetzt kann ich ja wenigstens ins Main-Menü wechseln. Jetzt so müsst ihr das euch ja jetzt nicht mehr weiter angucken. Flups. Man sieht ja wenigstens wieder was. Wie die Kreaturen gestaltet werden. Großartig. Wenn ich auf die linke Seite gucke, auf den Outliner. Großartig. All diese Dinge sind ein wichtiger Punkt. Wie bekommt man Babys? Ja, wie ist die Reproduktion? Das ist sehr wichtig. Gut, ich gebe noch gleich in wechselwarme Tiere und sowas. Wäre halt auch interessant mit einzufügen. Aber ist jetzt auch erstmal egal. Diese Grundbasis des Spiels ist mega geil. Also, ich finde es super. Man darf mich nicht falsch verstehen. Wenn ich aber in der Ego-Perspektive diese eine einzige Spezies spiele und nur diese eine einzige Spezies anpassen kann, dann kann es sein, dass den Leuten da vielleicht irgendwann der Wiederspielwert nicht da ist. Klar wirst du verschiedene Tiere spielen, wirst verschiedene Szenarien durchspielen und es wird man sich im Spiel auch nicht alle DNS am Anfang haben, man wird sich entwickeln müssen, dann muss man wieder den Kreaturendesigner, dann muss man die Kreaturen wieder anpassen, ja, aus den Möglichkeiten, die einem da geboten werden, die einem angeboten werden und dann geht's wieder weiter und weiter und weiter und am Schluss gibt's dann irgendwelche Auswertungen, man kann sich das alles anschauen und mega geil, da freue ich mich drüber, ja. Was ich halt bemängel an einem Singleplayer so, in der Form, ist dieses Rumgeklicker. Ja, das kann man lösen, indem man das vielleicht einfach so macht, dass man diese Kreatur nicht so in dieser Ich-Ego-Perspektive spielt, sondern dass man das so macht, dass man die anklickt und dann über die Karte halt entsprechend bewegt, entweder in der Echtzeitstrategiebasis oder wie halt manche Spiele halt rundenbasiert simultan das machen. Ja, dass du halt einen Rahmen drum ziehst und dann gibst du denen Befehle und dann kannst du solche Sachen sehen, ne? Und ich finde schon, man muss halt hier noch implementieren Zahlenwerte, ne, damit man irgendwie sich als Spieler auch orientieren kann. Ne? Man kann ja schlecht fühlen die Umgebung wahrnehmen, wie die Kreatur, die du dann da spielst. Ne? Das muss man halt irgendwie über Zahlen dann schon irgendwie darstellen. Meiner Meinung nach, ne? Hat jeder seine eigenen Auffassungen. Und dann ist Adept aus meiner Sicht ein geiles Spiel. Ne? Man hätte halt auch mit dieser, sag ich mal, Strategie-Variante die Möglichkeit halt eben, so wie ich es auch erwähnt habe, nicht nur mit einer Spezies, sondern auch mit mehreren zu spielen, ja, und die Evolution durchzuspielen. Dass du dann halt wirklich sagst, du hast halt Spezies 1 bis 5, startest mit einer und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie halt eine Unterart entstehen kann. Und oder man kann sogar eine ganz neue Spezies erschaffen, die mit deiner alten überhaupt nichts zu tun hat.
würde ich jetzt vielleicht so nicht machen, aber mal grundsätzlich, ne, du hast diese Hauptspezies und dann geht's halt los und wie gesagt, durch irgendeinen Faktor kann sich eine Unterart entwickeln, in Anführungszeichen, eine Klade, eine Tiergruppe, ja, und die bezieht dann eine andere Nische. Und dann kannst du zwischen denen halt wechseln, je nachdem. Die kann frei selber laufen, aber du kannst denen auch bestimmte Befehle geben, was sie so tun sollen, ne? Das ist so eine Überlegung. Bei Echtzeit bist du eingeschränkt, dann müsstest du halt einfach immer switchen, wenn du das möchtest, wenn du da dieses Erlebnis haben möchtest mit dieser anderen Spezies, die du selber ja auch gestaltet hast zu spielen. Bei einer rundenbasierten Version hätte man halt einfach die Möglichkeit, dass man halt eine Gruppe, die man steuert, also eine Gruppe, nicht alle, ja, sondern eine Gruppe, die man selber steuert und die einen Planeten entdeckt, die zieht man dann, dann switcht man in die zweite Spezies über, die ist dann als nächstes dran, dann switcht man in die nächste Spezies und so weiter und so fort. Dann sind die anderen Spieler noch dran oder die anderen Hauptspieler. Wäre so eine Idee von mir, Adept noch mal ein kleines Stückchen interessanter zu machen. Vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht irre ich mich, vielleicht bin ich auf dem Holzweg. Keine Ahnung. I don't know. Ja? Und alle sagen, nee, ich will so einen Singleplayer haben. Ich will mit dieser einzelnen Kreatur da rumlaufen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob das ein Entwickler vom Paul-Herbert-Team guckt oder nicht guckt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich freue mich auf ein Like. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Sobald es noch andere interessante Evolutionsspiele gibt, werde ich die auf meinem Kanal zeigen. Zurzeit habe ich 3 interessante auf meinem Kanal präsentiert. Ich hoffe, die gefallen euch auch. Schaut auch da mal vorbei. Ich werde es auch entsprechend jetzt am Ende des Videos nochmal ein Kartenspiel euch verlinken, dass ihr das auch mal gesehen habt, wie das ist mit Merkmalen. Und wie man die einsetzt in einem Kartenspiel, wie man das in einem Evolutionsspiel da löst, guckt es euch auch mal an. Würde ich mich auch mal drüber freuen. Und ja, bin über eure Meinung und Ideen gespannt. Oder euren Widerspruch. Auch das akzeptiere ich. Auch das finde ich immer großartig. Denn nur über den Austausch von Erkenntnissen kommen wir zu einem tollen Konsens und immer besseren Ideen. Und man kann große Innovationen dadurch schaffen. Ne? Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bencake 28.